brauchen wir jetzt tatsächlich auch nicht. Okay, Eis, was kannst du? Bring ein paar damit Eischnee. Achso, ja, ja, okay. Raus hier. Jo. Es ist dunkel. Ich hab doch mein, ja. Du spendest mir jetzt bitte ein bisschen Licht. Jupp. Wow. Okay. Gut. Was? Machst du? Ist mit dir? Hast du getrunken? Da ist ein Tanzi. Tanzi, komm her. Ich will dich haben. Trallale, trallali. Erstmal nachladen. Ja, okay. Das wird easy. Ja, okay. Hallo? Und haben wir auch erst 4 von 10. Da ist ein Nightwing noch. Den könnte man theoretisch auch nochmal mitnehmen. So. Nice. Nein, du machst gar nichts bitte. Danke. Noch einmal. Komm, zieh jetzt du. Ja, danke. Die Presso, meine besten Freunde. Das sind nochmal die Dreams. Nachladen. Hallo, frech, danke. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Du bist die und du bist die. Dann sind die D-Dreams. Sie bleiben in der Nacht ganz hier wach. Habe ich schon nachgeladen? Ja. Wo bin ich eigentlich jetzt hier mittlerweile? Achso, ich umrunde gerade einfach mal die Insel. Ich verstehe. Oh, da hinten, den muss ich mitnehmen. Wie viel habe ich denn schon von denen? Ja. Ja. Autsch. Dein Ernst? Dein Ernst? Ach Mann. Ja, komm. Ach Manu. Oh wow. Einfach gewonnen, Schottet. Es tut mir echt leid. Naja, nichtsdestotrotz gehen wir mal weiter. Finden wir jetzt hier noch irgendwas Spannendes, was mich auch interessiert? Oder ist hier unten gar nichts? Hätte ich doch oben sein müssen. Da ist halt ein Dings, aber dafür bräuchte ich jetzt einen Flugmount, weil ich denke nicht, dass ich hier ansatzweise irgendwo hochkomme. Da ist eine Kiste. Nehme ich gerne mit. Dankeschön. Eine Megasphäre. Oh, haben wir jetzt eine wieder. Die sind auch gigateuer, die Megasphären. Ja, ne? Bist du jetzt sauer auf mich? Jetzt lebst du in Gefangenschaft. Dankeschön. Super. Mal auch erst 2. Ich muss unbedingt mehr fangen. Die Pauls in Gefangenschaft leben zu lassen. Okay, das ist echt dann nicht mehr kinderfreundlich, aber ist auch egal. So, komme ich jetzt hier hoch? Mir ist egal wie, aber ich will hoch. Ich will wieder runter. Weil den hier nämlich, den lasse ich mir schmecken. Wie viel habe ich mittlerweile davon? 8. Okay, das ist nicht so viel, wie ich erwartet habe. Oder gewünscht habe. So, komm, hoch hier. Oh, schaffen wir das mit Ausdauer? Natürlich. Ich habe doch eine Fackel, ne? Ja, lol. So, wir erklimmen den Berg hier. Was auch immer. Ich finde es schön, dass man den Fackel oder die Fackel immer noch hört, so, obwohl sie gerade nicht an ist. So, komme ich hier hoch? Ja, komme ich, oder? Natürlich komme ich hier hoch. Vielen Dank. Ich sitze gerade viel zu steif hier, voll eklig.
Ach, Leute, jetzt verstehe ich erstmal die Anzeige da unten. Oh, wow. Also Bären gibt es hier reichlich, da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Aber was ich gerne machen würde wollen, ist da hinten zu diesen, nicht zum Mond, zu diesem, hier sag schon, Schnellreisepunkt gehen. Die muss ich mir mal eben holen. Bevor ich hier weggehe. Gott, hat das schon lange gedauert. Ja, ich habe leider keine anderen, deswegen fällt das jedes Mal weg, Alter. Jung! Komm jetzt aber. Zieh durch. Danke. Wenn dieser Mann einmal wütend wird, dann kann er nichts. Sehr schön. Ich wollte dich nicht aus deinem Schlaf herausziehen. Frech. Ich kann halt nicht nochmal draufhauen, weil dann ist er tot. Würde ich jetzt nicht so feiern. Gut, so viel Damage macht er zum Glück jetzt nicht. Jo, jetzt bitte komm, zieh durch. Einmal durchziehen, einmal ordentlich durchziehen. Ja, komm, noch einmal. Dankeschön. Super, bin echt erfreut. So, ich glaube, ich muss meinen Puls mal ein bisschen austauschen. Es wird hell, aber ist egal. Ich muss meine Rüstung wahrscheinlich mal wieder reparieren. Und dies, das, Ananas. Nee, das stimmt gar nicht. Aber Pfeile brauche ich. 43, ja gut. Und von 95 Sternen bin ich auf 37 runter. Stabil. Sehr, sehr stabil, stabil. Okay. Da sieht's aus, als wäre da ein Flugzeug oder so lang geflogen. Naja. Gut, dann haben wir den nächsten Schnellreisepunkt. Level 18 sind wir. Wie viel fehlt uns bis zu 19? Noch 1300 Erfahrung. Okay. Klingt nach einem machbaren Plan. Super. So, da. Ah, guck mal, das Eis ist auch fertig. Ja, nett. Was kommt da raus? Ich bin gespannt. Und noch ein Tombat. Okay. Handwerkszimmer. Oh, das ist ordentlich. Aber das ist fragiles. Also ein Handwerksmeister ist ordentlich. Du bist dafür, du bist dafür. Ne? Du bist Pflanzen. Wir setzen mal um. So. Steht da 135? 100, okay, sah gerade irgendwie komisch aus. Naja. Genau, was kann ich jetzt hier lassen? Was brauche ich jetzt nicht? Dich, 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 dich. Aber warte mal, das kann ich theoretisch hier reinmachen. Ach, das wird einfach hier. Lol, das Essen wird hier resettet. Sicher jetzt? Lol. Okay, nice. Gut zu wissen. Hä? Okay, das ist wirklich gut zu wissen. Ja, sag erst ein gewöhnliches Ei, aber das kann man theoretisch mal reinhauen. 5 Minuten, ja gut. So, wo habe ich jetzt hier schon wieder was? Ich muss mir echt ein ordentliches Lagersystem hier machen. Aber ich sage auch schon seit gefühlt 3 Stunden, dass ich eigentlich gar nicht mehr hier wohnen will, dass ich eigentlich umziehen will, aber davon, naja, egal. Schon wieder nirgendwo Platz, ne? Es ist schon wieder disgusting. Vielleicht sollte ich auch einfach mal sortieren, wer weiß. Für das Geld habe ich auch überall in irgendeiner Kiste drin. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Münzen machen soll. So. So, Fixi, Fixi, Moxi, Mixi, die Namen, die ich immer vergesse. Wie viel? Oh, Junge. Oh, Junge. Let's go. Schmeckt. Gut, von 37 auf 100 Stern wieder. Und das ist Max? Nein. Lol, wie viele Bruchstücke habe ich dadurch bekommen gerade? Ja, geil.
Ah nein, ich kann sogar mehr mitnehmen als 100. Ja, nice. Sag ja einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde hier einfach AFK rumstehen und du bist einfach rich. Also Sphären hast du zu Genüge. Sehr schön. Auch Pfeile gab es wieder ordentlich viel raus. So, aber das ist eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Warte mal. Steine gehen mal hier rüber. Brot werde ich mir mal genüsslich zu mir nehmen. Und die gehen auch da rein. So, na, dann können wir eigentlich schon weitermachen. Die Frage ist doch jetzt, wollen wir ins nächste Gebiet rein, ins nächste höhere Gebiet rein? Oder wir gehen erstmal hier unten hin und gucken, dass wir hier was bekommen. Bei hin werde ich jetzt keine XP mehr machen, bis außer beim Boss. Aber sonst mache ich hier halt kaum XP. Diese Monster sind einfach weit unter dem Level, wo ich schon bin. Ja, komm, wir gehen einfach ins nächste. Wir gehen einfach ins 20er Gebiet rein. Wäre auch 16, 17 eigentlich. So ein Boss geht's da lang. Den möchte ich ehrlich gesagt noch nicht machen. Dessen gehen wir erstmal da in die Richtung 13. Ja. Komm, ich brauche ein bisschen Essen. Wir müssen den echt mal hops nehmen. Uff. Ja, nice, haben wir einen. Ja, wie geil, hä? Aua, das hat mich noch getroffen. Und jetzt bekomme ich es, pass auf. Na, schade. Ärgerlich. Ach, Manu. Aber egal, wir haben einen davon zumindest. Finde ich schon mal ganz gut. Ein haben wir schon mal. Das finde ich immer schon mal ganz gut. Wo liegt mein Zeug da? So. Mitkommen. Danke. So. Lasst es euch schmecken. Sehr schön. Einmal nachladen, bitte. So. Du schießt mir eh nur wieder im Weg und nimmst mir meine Sicht, damit ich nichts sehe, aber ist egal, du kommst jetzt mit. Was ist, bist du denn? Das ist eine Kuh. Da ist eine Kuh. Oh lol. Da sind Kühe. Let's go. Weiß gar nicht, für was ich die Kühe brauche. Geben die irgendwas Milch oder so? Ich habe gar keine Ahnung. Na komm, zieh durch. Ja, sehr schön. Level 19. Milch genießt man ein paar Wasser auf einem vergeretteten Wasser. Ein wahres Mysterium des Lebens. True. Aber nichtsdestotrotz, das war gar nicht, was ich machen wollte. Mozzarella. Was? Mozzarina. Mozzarina, war das richtig ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Da ist eine Höhle. Und da hinten ist ein Ei. Da sind Fuchs. Guck mal, er ist nicht alleine. Ich will mir das Ei da hinten schnappen. Was hier hinten, was ich hinten gerade gesehen habe. Guck mal, Katze, du machst das schon. Du bist jetzt sauer. Jo, die ist voll gegen den Baum gesprungen. Hallo? Was ist denn mit dir? Bumm. Super. Sehr schön. Dann gebt mir bitte euer Essen, weil das könnte ich gebrauchen. Und wir laufen mal weiter ins Landinnere rein. Level 19. Ja, nett. Hast du die damit. Stimmt, warte mal. Oh, das fällt mir gerade ein. Danach muss ich jetzt gucken. Ich hoffe, die sind doch. Die müssten auf der Insel sein. Oder waren die drüben rechts auf der Insel? Oh no.
Kann sein, dass sie entweder hier auf der Insel sind oder doch gar hier in dem Bereich. Dass diese Schildkröten, die ich ja ganz gerne haben würde wollen. Da ist ein Lüffmunk. Wieso sieht das hier so zerfetzt aus? Da ist ein. Danke. Ach so. Dann fängt auch das Schneegebiet so langsam an. Das sieht schon schön. Sollte da mal ein Wasserfall sein? Es sieht so aus, als sollte da mal ein Wasserfall gewesen sein. Haben sie aber weggenommen oder so. Keine Ahnung. Naja. Dann holen wir uns auf den Lippenmunk da hinten. Da sind mehrere Kühe und Wölfe. Wenn wir ein Lager finden, wäre das natürlich auch Premium. Dann müssen wir die nicht mal einfangen. Dann müssen wir theoretisch nur versuchen, das Gitter zu öffnen. Und ich sollte jetzt mal demnächst nachgucken, dass ich gegebenenfalls Pals verkaufe, die ich selber nicht brauche oder freilasse. Jo, was bist du denn? Du bringst mir doch schon super viel Wolle, oder? Puff. Bitte, 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 bitte. Okay, ich brauche unbedingt die besseren Sphären. Sonst wird das hier schwierig, hier durchzukommen. Na, never mind, danke. Ist 18.000 mal süßer als Zucker. Wow. Fleischfressende Pauls, die von einem süßen Duft angelockt werden, kippen. Oh, nice. Okay. Ich hoffe, wir müssten noch darauf achten, was die Eier sind. Also wenn es gefrorene Eier sind, dann muss daneben es kalt sein. Wenn es, keine Ahnung, Feuer-Eier sind, dann müsste das richtig heiß sein. Oh, das wäre auch ganz lustig. Aber naja, ist ja doch mal Early Access. Ich bin auch gespannt, was mit dem Spiel alles passiert. Vielleicht ist es ja auch schon in 2 Wochen gar nicht mehr oder in 3 Wochen gar nicht mehr daran denkbar an das Spiel, wer weiß. Los, Dicky, das machst du schon. Ja, ich lasse dich auch jetzt alleine da kämpfen. Und Batsch. Oh Mann. Okay, na, wo willst du denn hin? Okay, nice. Aber nichtsdestotrotz. Erstmal kommst du hierher und du kommst hier. Hier ist hoffentlich kein Boss irgendwo. Nein. Wie gesagt, der nächste Boss, den ich ganz gerne machen würde wollen, ist der hier. Aber dafür brauche ich das Wassermount, der auf Wasser gleiten kann. Und den habe ich leider noch nicht. Wollen wir mal in so eine Höhle reingehen? Ja, komm. Egal, wir gehen mal hier. Hallo? Ah, okay. Jetzt alles verstehe. Batsch. Ah ja, ich schon. Goodie, danke. 115 Goldmünzen. Level 13. Ah ja, gut, wir wollen aber direkt zum Boss durch. Ich werde jetzt hier nicht lange warten. Okay, das sieht schon mal nach einer anderen Höhle aus. Das sieht schon mal nach einer anderen Höhle aus. Okay. Denk mal an, ich muss aber trotzdem da vorne einfach weiter und dann bin ich da. Ja, sage ich ja. Goodie. Wir laufen einfach direkt zum Boss durch. Ich werde jetzt hier nicht lange warten. Guck mal, davon kann den kannst du angreifen. Nachladen. Ah, was ist? Die läufst du gerade weg. So, das war's mit euch. Bitte einmal nachladen. Danke. So, warte mal. Da. Super. Ah, nee, du nicht. Ich bin gespannt, welcher Boss hier drin ist. Weil hier müssten ja theoretisch, weil wir in einem anderen Gebiet sind. Okay, ich bin voll falsch gelaufen, ne? Sag mal, was machst du denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Arme.
Jetzt hat er Kopfschmerzen. Naja, eigentlich nicht, aber. Ja, Arme. Naja, hier meine Kiste. 13 Pfeile. Goldmünze und schwache Medizin. Ja, nice, danke. Habe ich euch auf. Genau, block den Schuss, das ist okay. Geronimo! Oh mein Gott. Das sieht aus, als hätte ich auch gleich Kopfschmerzen. Aber naja, egal. Wir gehen weiter. Ich bin leider falsch lang gelaufen. Sehr schade. So, aber wo muss ich denn jetzt lang, damit ich zum Boss komme? Nach links oder rechts denn dementsprechend? Ja, das ist eine gute Frage. So, muss ich denn hier lang zum Boss? Oder doch in den anderen, in das andere Tor hinein? Warte mal, hier ist doch der Ausgang, oder? Okay, jetzt bin ich durch. War das hier nicht der Ausgang? Ich habe keine Ahnung. Okay, egal. Wir laufen jetzt einfach hier lang. Ich weiß nicht, ob das hier der Ausgang war. Du kannst ruhig da wieder raufspringen. Und bumm. Oh. Junge, was ist das? Boah, ja, macht Spaß, ja. Gut, wir müssen da durch, ne? Nehme ich an. Ich glaube, das ist nicht der Ausgang. Das sieht aus, als wäre das der richtige Weg. Naja. Es ist der richtige Weg. Okay, welchen Boss haben wir denn jetzt? Neues Gebiet, neue Monster, neuer Boss? Nein. Floppy. Nee, Ruby. Rubuni. Rubuni. Okay. Vier Stück, das sieht machbar aus. Komm mal her und dann gehst du bitte da hinten hin. Und du springst gleich auf die... Und bumm. Okay, jetzt brauche ich dafür... Okay, dafür brauche ich definitiv mein Dings. Boah, die machen Damage. Die machen Damage, die Drecksdinger. Ich habe eine mega... Oh mein Gott, tut weh. Bumm. Aua, aua, aua. Let's go, probieren wir's. Einmal wechseln. Du kommst wieder her. Ja, nice. Hä, sehr schön. Okay, dann haben wir noch einen Boss jetzt wenigstens. Hä, wie cool. Danke. Gut, und da hinten waren die Kisten. Ja, nice. 1300 Erfahrungspunkte. Ja, das schmeckt. Ich bin aber immer noch... Wir finden aber noch immer noch drei, ne? Ja, oh. Feuer, Technikfunkel, ne? Feuer und... Federhaarschmuck. Okay, nett. Muss ich denn irgendwo erlernen? An irgendeiner Werkbank oder irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Aber erstmal schön, dass wir das geschafft haben. So, dann gehen wir weiter. Was? Nein, du bist voll daneben gesprungen. Oh lol, der ist ausgewichen. Okay, ich muss mal ganz gut, bevor er stirbt, jetzt... So. Ich mag ihn. Er ist mit einer meiner Lieblingscalls, die es hier in diesem Spiel gibt. Ich meine, ich kenne definitiv noch nicht alle, wie gesagt, aber er ist bisher einer meiner Lieblingscalls. Na, gucken wir mal, wie es, was noch so alles kommt. Bin sehr gespannt. Und die Map, wie gesagt, ist riesig. Also, das dauert ein bisschen, bis ich hier alles erkundet habe. Hier war, glaube ich, noch ein Vulkan. Hier war irgendwo Wüste und hier war irgendwo Dings. Und da gab es auch noch
kleinere Inseln. Also, ja, ich verstehe gar nicht, wie manche das in 10 Stunden alle 100 Pols gesammelt haben. Wie sie da durchgerusht sind. Habe ich bis jetzt noch nicht so ganz verstanden.